Wow, wo bin ich denn hier gelandet? Ach so, ich vergaß, ich bin im Weltraum. Oder bin ich vielleicht doch in der Hölle? Hilfe! Oder bin ich vielleicht einfach nur vor einem Greenscreen und wir sind hier in meinem Büro? Wir sind hier in meinem ersten richtigen Büro. Büro. Ihr könnt es gerne aussprechen, wie ihr wollt. Wir werden tatsächlich einen Büroraum ausstatten, zusammen in einer Serie. Ich werde euch zeigen, wie mein Büro, was sich hier gerade befindet, Schritt für Schritt vervielfältigt und verbessert und was ich hier einbauen werde und was nicht. Es sind schon ein paar Sachen eingebaut, wie zum Beispiel die super tolle Yeah-Sofa. Hier habe ich meine zwei Aerosol-Köpfe. Das ist der alte Aerosol-Kopf und das hier ist der neue Aerosol-Kopf. Ja, ich habe hier nämlich alles da. Ja, falls ihr euch auch fragt, hast du Dr. Auge? Guck dir den mal an, Junge. Dr. Auge! Also, hier liegt auf jeden Fall alles herum, was man irgendwie suchen möchte. Ne? Falls ihr jetzt irgendwie wissen wollt, ich habe natürlich auch den super tollen, normalen Dr. Auge. Ihr wisst Bescheid, das Leben läuft. Ich habe das hier alles noch in meinen Taschen drin. Ich habe hier auch irgendwelche Poster, die ich hier überall eigentlich auch noch aufhängen kann. Ich glaube sogar, das hier ist sogar das leuchtende Dr. Auge Poster. Das heißt also, das hier kann sogar in der Nacht leuchten. Aber dazu vielleicht irgendwann mal später mehr. Ich kann euch nämlich einfach mal kurz zeigen, was ich jetzt bisher im Büro eingebaut habe. Diese Lampen hier sind vom Vormieter und die kommen auf jeden Fall weg. Ja, sehen nicht unbedingt so hübsch aus. Aber ich kann nichts mehr sehen. Warte kurz. Das Highlight, was ich jetzt bisher eingebaut habe, ist auf jeden Fall mein Schreibtisch. Hier werde ich nämlich heute was ganz Besonderes umbauen. Das ist nämlich unser erster Umbau, den wir zusammen irgendwie umgehen werden, sozusagen. Aber setzt euch doch einfach mal hin, Freunde. Ich zeige euch einfach mal, was in unserem Büro ganz speziell und ganz besonders ist. Ja, ich muss jetzt kurz die Lampe ein bisschen umstellen, damit die uns nicht hinfällt. Wenn ich jetzt mir denke, ich schaue jetzt diesen Greenscreen an, ja, und ich irgendwann mal, ne, ganz gechillt diese Fernbedienung hier schnappe, dann kann ich hier einfach nach unten drücken, ne? Und wir sehen meine eigene Kinoleinwand heraus. Weil das sieht schon echt cool aus, aber ich kann keine Filme gucken, weil ich keinen Beamer habe. Und ich kann keinen Ton hören, weil ich keinen Sound hier habe. Ja, das wird hier auf jeden Fall noch mega cool. Hier wird es ein Aerosol-Kino geben. Und wir werden hier vielleicht in einem anderen Video Minecraft auf der Kinoleinwand spielen. Das wird auf jeden Fall mega cool. Heute gehen wir an meinen Büro-Arbeitsplatz, wo ich normalerweise immer aufnehme. Sprich also, ich nehme hier meistens... Wo ist meine Maus? Wo ist meine Maus? Hast du meine Maus? Wie jetzt? Du hast die nicht. Wo soll die bitte sein? Auf jeden Fall habe ich hier nämlich alles gerade so ein bisschen rumliegen, so wie das hier aussieht. Außerdem ist mein alter Tisch schon ein bisschen kaputt gegangen durch den alten Mikrofonständer. Da ist nämlich ein bisschen was eingebrochen und so. Und ich habe mir natürlich so gedacht, okay Roman, wenn du ein neues Büro hast, ja, dann kannst du natürlich deinen kleinen... Woher habe ich den Stift auf einmal? Auf jeden Fall kann ich da den Stift nehmen und dann kann ich hier in irgendwelche Bücher reinschreiben, ja. Ich schreibe nichts, brauchst du nichts filmen. Wir fangen jetzt einfach mal an, diesen Tisch hier abzubauen, denn ich habe mir nämlich einen neuen Tisch bestellt, der jetzt sogar schon angekommen ist. Und wir werden uns gemeinsam ansehen, wie das denn aussieht, wenn ich einen Tisch auseinanderbaue und wieder zusammenbaue. Zuerst müssen wir den alten Tisch entfernen. Sprich also den Tisch, die Bildschirme, die Tastatur, das Mikrofon, alles, was da irgendwie draufsteht, muss jetzt erstmal weg, damit der neue Tisch erstmal herkommen kann. Und das ist eine Heidenarbeit. Oh nein. Ja, das sind so viele Kabel. Minimal schwer, minimal schwer, minimal schwer. Hilfe! Tada! Und jetzt müssen wir nur noch den neuen Tisch hier wieder hinbauen und dann haben wir den ganzen Kabelsalat noch vor uns, den wir irgendwie entwickeln müssen. Aber lass das mein Problem sein.
Alter Junge, ich hätte viel mehr in Sport gehen müssen. Eins, zwei. Wir werden jetzt mal gucken, ne? Was habe ich mir denn hier für eine Tischplatte gekauft? Ich habe mir nämlich einen Tisch aus Massivholz gekauft, weil mir diese alten komischen Tische von Ikea nicht so gefallen haben, weil die immer so gewackelt haben. Und diesmal habe ich mir jetzt einen gescheiten Bürotisch geholt und wir werden mal gucken, wie diese Holzplatte aussieht. Ich liebe dieses Geräusch. So, können wir das hier kurz mal so abnehmen? Kommt her, ich zeige euch den Tisch. Ihr wollt den Tisch sehen? Da, 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 da. Ja. Das hier ist meine Tischholzplatte. Riecht so richtig nach Natur. Aus einem richtigen Baum, der irgendwo gewachsen ist. Und jetzt ist es mein Tisch. Das ist ein tolles Gefühl, muss ich sagen. Freunde, das ist tatsächlich mein neuer Bürotisch. Ich weiß, der PC ist noch gar nicht angeschlossen oder sowas in der Art, aber alleine die Tatsache, dass ich jetzt schon hier sitzen kann, ist mega cool. Ich muss natürlich noch die ganzen Verkabelungen machen, die ganzen Boxen sind noch nicht angeschlossen und die ganzen Bildschirme sind noch nicht ganz zentral und richtig ausgerichtet. Das muss ich wahrscheinlich alles auch nachträglich machen, aber ab hier werde ich jetzt von hier aus meine Videos aufnehmen. Das heißt also, Leute, bleibt gespannt. Und jetzt ganz wichtig, falls ihr eine Idee habt für mein Büro oder irgendwelche Wünsche, irgendwelche leuchtenden Dinge oder irgendwelche Sachen, irgendwelche Farben, schreibt es mir sofort in die Kommentare. Ich setze wirklich alles um, egal wie verrückt es ist. Und wir werden zusammen jetzt eins der coolsten Büros auf ganz YouTube zusammen machen. Ich hoffe, ihr habt coole Ideen und ich habe auf jeden Fall richtig Lust, das alles durchzuführen. Und man sieht sich auf jeden Fall in der nächsten Folge. Gebt einen Daumen nach oben, haut rein, Leute. Ciao!